Hallo, hallo, hallo zum Nagelkunstradio. Mein Rest der Bestellung AliExpress ist da und ich wollte es jetzt mit euch nochmal weiter aufmachen, auspacken vor der Kamera. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, dass ich es auch habe. Und wir schauen zusammen an, was noch nachgeliefert wurde. Genau, dann brauche ich natürlich auch mein Scherchen. Wie fangen wir denn an? Mit dem Größten. Wir fangen mit dem Größten an, dann habe ich auch mehr Platz. Warte, ich guck mal. Vielleicht geht es auch ohne Scherchen. Ich mache es gerade mal auf. Das könnte man ja eigentlich alles vorher erledigen, ne? Aber ein bisschen Geraschel so zwischendurch. Darf sein. Moment. Ja, eigentlich habe ich doch auch so einen tollen... So ein tolles Bubbler. Ja, also ein tolles Teilchen hier. Ich weiß, das ist jetzt nicht das, was ihr sonst vielleicht so seht, was schick aussieht, was rosa ist oder vielleicht weiß ich nicht, was für eine Farbe. Es gibt ja so wunderschöne, ne, Cutter. Ich habe hier meinen Eulen immer noch und der funktioniert. Und warum sollte ich da jetzt etwas Neues an den Tisch holen? Dann wäre ich ja schon wieder gezwungen, einen Einkauf zu machen, wegen einer Kleinigkeit. Nee. Ich habe mir nochmal Tipps, Dual-Tipps bestellt. Und zwar war ich nochmal neugierig auf diese. Ach, guck mal, die haben ja auch hier was drin. Das ist ja jetzt gerade erst. Und zwar war ich hier drauf nochmal neugierig. Also das wären passige Pads. Oh, sehr schön Silikon. Oh, die sind auch schön dick gemacht diesmal. Das finde ich sehr schön. Prima. Also, ne, French lässt grüßen. Und ich habe mir jetzt diese hier nochmal in länger bestellt und hoffe, dass sie mir besser passen. Und ich habe ja solche, ja, die passen besser. Ja, die gefallen mir halt so gut von ihrer Art und Weise, wie sie aufgebaut sind. Schaut mal. Das ist unser Tünnel. Ein wunderschöner Tünnel. Ihr kennt ihn kürzer mit diesen Näschen hier rechts und links. Und ich denke mal, hiermit laufe ich besser. Genau, wunderbar. Weil die anderen sind mir zu eng am Daumen. Da habe ich ein Daumenproblem gehabt bisher. Es gibt die ja in der Art und Weise, in der Form kürzer. Und ja, gut, sie haben eine Chance bekommen, um zu bleiben. Top, freut mich, zufrieden. So, dann... weiß es nicht. Das dürften Stamping-Platten sein. Mal gucken, was wir hier noch Nettes haben. Jetzt muss man hier wieder aufpassen. Und es ist mir wieder passiert, dass ich irgendein Dings kaputt mache. Vielleicht irgendwie... Ah, ja, ja. Mhm. Gut, dass ich vorsichtig war. Weil das sind nochmal diese Pads. Die French Pads. Und es gibt zwei Arten, die zu benutzen. Ich setze mich demnächst hin und zeige euch die beiden Varianten. Was habe ich denn hier? Alle Formen. Ja, ehrlich, ist ja prima. Ja, verschiedene Formen. Säen wir das? So säen wir es. Können wir es säen? Ja, die kommen aber sehr groß vor. Und auch sehr stabil. Also, das, da gibt es auch wieder Unterschiede. Wartet, ich will wissen, ob sie kleben. Nein, das ist schön, weil es gibt auch welche, die kleben und die könnt ihr nur einmal benutzen. Wenn ihr Pech habt, je nachdem, müssen sie in die Tonne. Und ja. Ich kriege es jetzt wieder hier nicht rein. Ich lege es mal hier so drauf. So, da muss ich auch noch überlegen, wo ich die hinlege, weil das ist ja so eine durchsichtige Geschichte, dass man sie wiederfindet. Ah, das schuckelt auch. Hier schuckelt es noch mehr, dann nehmen wir das. Eine Raschel. Eine Raschel. Jawohl. Das ist nochmal so Gesteinsgedöns. Ich sag mal so in einem, wie soll ich es nennen, ganz zartes Champagner. Mottet. Wie rum seht ihr es am besten? So vielleicht. Herzchen, Tröpfchen, ja. Quadrate, ja, sehr schöne Mischung. Ich hole mal einen für euch raus. Ist es jetzt wirklich so Champagner oder ist es eher, ja, ich wollte halt jetzt so ein Quietscher. Ja, können wir Champagner nennen. Wir nennen es Champagner. Ich nenne es Champagner. Gin. So, gut. Das waren diese Steinchen. Da habe ich jetzt auch was in der Art.
Das müsste eine Platte sein oder vielleicht zwei oder drei. Bei mir kann man sich da nicht so sicher sein. Ich gucke für euch. Oh ja, oh, mit lila Rückwand, mit lila. Schaut mal. Und was für ein schönes Lila. Das ist ja ein schönes Lila, Lila. Ich weiß es gar nicht, welche Firma das jetzt war. Ich gucke gerade. Schaut es euch an. Kann man das lesen? Eine Nummer. Eine Nummer. Was haben wir hier? Guckt selber bitte, ich habe die Brille nicht auf. Jedenfalls geht es hier um ganz viel Blattwerk noch zur Herbst. Boah, der Farn ist ja echt schön hier. Ich brauche mal mein Zeiger. Der ist echt schön hier. Und der. Sehr schön. Oh, guckt mal hier. Mega. Ja, und hier könnt ihr auch wieder doppelt stampen. Ihr habt quasi ein Blattwerk voll und dann eben mit einer anderen Farbe drüber. Sehr schöne Platte. Freut mich. Habe ich noch nicht am Tisch mit nichts hinten drauf. Es hat, glaube ich, nichts mit Joy zu tun. Es ist eine andere Firma. Dann haben wir diese hier. Moment, Entschuldigung. Das ist halt von AliExpress. Das müsst ihr halt wissen. Aber probiert es bei Temu aus. Das sind ja viele Sachen, die sie auch haben, wenn ihr lieber bei Temu bestellen wollt. Ja, weiß ich nicht, was mich hier jetzt geritten hat. Irgendwas wird es gewesen sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, warum ich die ausgewählt habe. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, was da los war in meinem Kopf. Keine Ahnung. Gut, Stamping. Wieder mal zwei Platten. Das lasse ich zum Schluss. Das dürfte auch noch Stampen sein. Abteilung Stamping. Ja. Big Bang. Da ist er. Big Bang. Auch süß verpackt, ne? So, finde ich auch nicht schlecht. Ist halt nichts bei mir. Es muss sofort ausgepackt werden. Genau. Den nächsten gerade. Zweimal. Ich konnte wieder nicht widerstehen. Das ist ja öfters so mit dem Stampen bei mir. Also schauen wir drauf. Hier haben wir Schnörkel. Ja, Schnörkel. Schnörkel. Und nochmal Schnörkel. Ja. Und dann haben wir hier weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist manchmal so komisch, dass man was bestellt. Vielleicht mal so rum, wäre vielleicht netter, gell? Würde ich mal sagen. Da seht ihr die Nummer. Bitteschön. XL. Okay. Ich drehe sie mal so. Ich weiß nicht, was ich da mir gedacht habe. Japanese Nagel, keine Ahnung, Japanese Nails, ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Und hier geht es um Schriftzüge, als hätte ich nicht schon welche, aber da muss auch irgendwie vielleicht so rum. Ich weiß es auch nicht, jetzt ist richtig rum, Smile, ich kann es erkennen, yippie. Genau, das hier fand ich cool, das hier, das da, 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 das fand ich cool, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das echt cool. So, ihr Lieben, ich meine, ich hätte die noch nicht. Sehen wir dann. Ob sie funktionieren, keine Ahnung, werde ich sehen. Werden wir alles sehen. Wir werden alles sehen oder auch nicht. Wer nicht sehen will, der schaltet ab. Oh ja, genau. Also. Kleineres bis größeres Gedöns und ich habe hier zugeschlagen. Ich weiß auch nicht, das im Moment hat es mich erwischt mit diesem ganzen schweren Nadeldesign, mit diesen größeren Schmuckstücken, wenn man so möchte. Und da habe ich echt diesmal zugeschlagen. Also, schauen wir mal. Das ist da, ich weiß nicht, 50 Stück. Mach ich auch. Oh, das ist schön. Wollte ich schon immer mal machen. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Also das ist jetzt ein Schleifchen zum Beispiel. Das sieht mir aber nicht so aus, als würden da Steine drinnen liegen. Die haben das nur gestanzt. Ja, das ist also... Ja, gut. Aber trotzdem schön. Schauen wir uns von hinten mal an. Ja,
eingebetteten Acrylgel oder Polyacryl oder weiß ich nicht, wie ihr es nennen wollt. Ist ja wurscht. Ich packe es gerade ein. Ich nehme dafür hier diese auch gerne her. Ich hoffe nur, dass wenn ich die zumache, dass da sich nichts verteilt. Oder man legt noch was drauf, irgendwie so ein Schaumstoffteil. Schaut mein Flügel schon. Also hier können wir fast meinen, es wäre ein Steinchen drin. Ach, ist das schön. Was haben wir noch? Herzchen, das ist aber nur... Da sind doch keine Steine drin, oder? Kann man schlecht erkennen, ne? Es sieht so aus, dass stellenweise welche drin sind und dann wieder nicht. Sehr interessant. Was haben wir noch? Das ist die größere Schluppe. Das ist eine größere Schluppe. Ja. Eine größere Schlüppchen. Und was haben wir noch? Oh, wie soll ich denn das jetzt bezeichnen? Das ist auch eine Schluppe. Viele Schluppis, also Schleifchen. Das heißt das Schluppe. Schluppi, Schlupp. Oh, schaut mal. Auch schön. Ich hoffe immer, dass man sie wieder abkriegt. Also ich werde die nicht einfach abreißen, abpetzen, sondern wow, hier ist eine Krone. Und die ist sogar, schaut mal, die ist sogar ein bisschen rund. Was ist denn das für ein Stein? Ja, wenn ich setze mal einen Stein rein. Das kommt mir eher so vor, als wäre es nur geprägt. Und zack, schleifen. So, was haben, das habe ich auch noch nicht. Ach, guckt mal an hier. Was das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Männchen oder irgendwie, keine Ahnung. So, habe ich sie euch jetzt noch. Oh, ein Schmetterling. Ach, schaut mal, sogar ein Doppelter. Ich drehe es mal verkehrt rum. Das ist immer die Rückseite. Okay, ja. Das ist jetzt eher so ein altsilbriges. Es wirkt als so, helft mir mal, so Vintage-like, ja. So, ne? Gut, ich packe das hier gerade so rein. Da habt ihr schon mal eine Auswahl gesehen. Was ist denn das? Eine Eistüte. Ja, schaut mal. Ich würde sagen, das soll eine Eistüte sein, oder? Mit viel Fantasie ist es eine Eistüte. Dann habe ich das Ganze nochmal in einem anderen Silber genommen, also in einem strahlendereren. Strahlendere. Ich zeige sie euch gerne. Warte, ich zeige euch Oschis. Hier ist eine Oschi in Rosé. Ein rosa Steinchen ist da drin. Wie viel haben wir denn davon? Sind das einzelne Stücke? Das wäre jetzt wieder doof, aber es ist tatsächlich ein bisschen prunkvoller. Ja, hier sogar. Oh, das ist ja süß. Das kann man übrigens selber machen. Das muss man nicht kaufen. 1, 2, 3 Glitzersteine, eine Perle ohne Drohne. Ich finde es auch nicht schlecht so als Vorlage. Ein D wie doof. Ist das ein D? Oder ist das vielleicht sogar ein A? Ich würde es jetzt eher als ein D interpretieren. Habt ihr sowas schon? Tragt ihr sowas? Schreibt es mal in die Kommentare. Gefällt euch das? So, ist noch ein kleinerer. Ich hoffe nicht, dass ihr die Geräusche bei uns im Haus hört. Das ist einfach nur ein Stern mit, aber auch mit Besatz und auch so ein bisschen, ne? Dass ihr es gut anlegen könnt an den Nagel. Oh, ich freue mich, sie sind da. Hier habe ich noch einen schönen. Sehr schön. Gut, ja. Erst da rein. Und dann würde ich sagen, ich schüttel mal hier rüber. Das macht Spaß. Das Ganze noch in Gold. Ob die jetzt anders sind, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Tudüt. Oh, mit Perlen. Schaut mal. Oh, es ist schön. Mit Perlen. Oh, herrlich. Oh ja. Oh ja, das ist so ein Bämbel. Oh, da ist ein Bämbel mit dran. So ein Perlenbämbelchen. Ob das natürlich tragbar ist bei mir im Alltag, das sei mal dahingestellt. Seht ihr das? Sehr süß. Ich räume es gerade weg, sonst fällt es mir wieder von der Hand. Was ist das? Ein Osterhasi. Naja, kommt, also der kommt jetzt erstmal in die Kiste. Ne? Ostern ist jetzt nicht angesagt. Jetzt bitte mal langsam hier. Herzchen. Süß. Oh, süß. Oh, süß.
Ich habe lange überlegt, ob ich mir sowas anschaffen soll. Aber ich finde es eine schnuckelige Idee. Jetzt will ich gerade was ausprobieren, ob die magnetisch sind. Leicht magnetisch. Ja. Oh, die ist auch schön. Wartet. Das ist eine süße Schluppe, ganz zart. Wobei ihr euch sowas selber drehen könnt. Und zwar diese Schleifen könnt ihr euch mit ganz dünnem Draht, könnt ihr euch solche Schluppis selber herstellen. Nur mal so als Tipp. Ich habe noch so Basteldraht, der auch eine Legierung hat in Silber und in Gold. Ach, die gibt es auch inzwischen in ganz anderen Farben. Goldig, oder? So süß. So kleine Schmucknägel. Was bist du? Du bist auch ein Hase. Oh, der ist auch schön. Der ist ein schöner Hase. Ist ein schöner Hase. Könnt ihr sehen? Oh, da hinten sein Knuffi-Schwanz. So, das könnte ein Teddy sein. Oh, ein Teddy. Oh, ein Teddy, der ist schön. Der ist auch süß. Oh, ist der niedlich. Ja. Ich kann mich hier stundenlang kann nicht mehr sowas angucken. Ist nochmal so ein Hasi mit so einem kleinen Schwänzchen. Ja, ich will mal was sagen. Gell? Die Schwänzchen von den Hasen sind nicht rund, gell? So wie sie immer gezeichnet werden. Das stimmt nicht. Jedenfalls haben meine keinen runden Knubbel hinten. Die haben schon ein Schwänzchen. Da ist nochmal ein Schmetterling. So, was haben wir noch außergewöhnlich? Oh ja, das finde ich auch außergewöhnlich. Ein Ringel mit Perlchen und Steinchenbesatz und dann hier so ein bisschen noch angedeutet. Und den hier finde ich auch famos. Moment, oh. So, ne? Der ist schön. Schöner Schliff. Das ist natürlich so eine Sache. Ups. Rein mit dir. Es ist so eine Sache, sowas zu tragen. Was haben wir hier noch? Nochmal diese Schleife. Und das hier ist sogar ein Seestern. Warte, ich schaff den mal hier weg. Mit Seestern. Oh, sehr romantisch. So, ihr Lieben. Ich glaube, das war es erstmal soweit. Den haben wir schon gesehen. Also ich denke mal, da kann man noch einiges schön machen auf den Nägeln. Das ist schon mal ein ganz guter Vorrat. Mal gucken. Also jetzt könnt ihr es vielleicht im Ganzen sehen, den Unterschied zwischen diesem silbrigen und diesem. Das ist ein helles und das hier ist eher so ein nostalgisches Altsilber oder so. Ja, und das ist das Güldene. Es sind noch 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ist richtig schwer. Und ich nehme im Moment so diese Transferfolienboxen gerne dafür her, um das Ganze eben aufzubewahren. Genau. So, ihr Lieben, ein ganz kleiner Rest-Mini-Haul zu dem größeren, den ihr schon gesehen habt. Genau. Jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt muss ich erstmal wieder Designs fahren. Und da möchte ich euch auch bitten, nicht nur immer nur die Hauls gucken. Gell? Jetzt muss ich doch mal schimpfen. Es sind so viele Abonnenten und ihr guckt immer nur das. Die Einkäufe, ich finde das traurig. Ihr verliert echt den Mehrwert an meinen Videos, wo so viel Informationen rausgehauen werden, die ihr sonst eigentlich nirgendwo kriegt. Also auf die Zeit, auf die auf so eine Zeitspanne von einer Schulung oder so. Ich bin auch nicht die Allwissende, aber ich glaube schon, dass ich hier und da gute Tipps rausgehauen habe. Jawohl. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auch meine Design-Videos mal mehr klicken würdet. Genau. Es ist so traurig. Ich setze da so viel Herzblut dran. So einen Einkauf kann jeder verfilmen. Da muss man nichts Großartiges können. Nageldesign rüberzubringen, sodass ihr es umsetzen könnt auf eure Möglichkeiten an Produkten am Tisch. Das ist nochmal was Besonderes. Für mich sind das besondere Videos, die ich da für euch mache, weil sie natürlich sehr viel mehr Arbeit bedeuten für mich. Also bitte würde ich mich freuen, wenn die bisher noch nicht mal einen Daumen nach oben oder kommentiert oder tatsächlich geguckt haben, dann wird's Zeit, gell? Dann wird's Zeit. Ich würde mich freuen. Ist mir eine Herzensangelegenheit. Genau. Herzensangelegenheit, noch ein Herzchen für euch da draußen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Kurz mal eine Produktschau wieder. Das war noch der Rest, der kam nachgeliefert. Ist ja schön, wenn es dann mal ankommt, ne? Ja, so ist das mit Alis und Babas und wie sie alle so heißen. Ja,
Ich sage, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloase mit diesen wunderschönen Dingen, die wir am Tisch haben. Lasst es blitzen und blinkern und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video hier bei eurem Nagelkunstradio von und mit mir Nails, Coffee and Tea. Macht's gut. Tschüss.